Wir haben heute 100 Gäste, wir haben angefangen mit 40. Bei der zweiten Veranstaltung waren es, glaube ich, 85, jetzt sind es 100. Wirklich eine super Entwicklung. Unsere Mitarbeiter zusammen mit den Sponsoren machen einen exzellenten Job und die Nachfrage ist so groß, dass es auch ein Zeichen ist, dass das genau der richtige Schritt war. Ja, ist natürlich toll. Es ist eine tolle Veranstaltung, um zu netzwerken, Leute kennenzulernen, das Thema präsent auf der Bühne zu bringen und dann danach natürlich noch drüber zu sprechen. Und natürlich bei Bayern München Basketball sind auch die nötigen Persönlichkeiten da, die sehr, sehr gute Firmen, die das unterstützen. Und da macht das schon Sinn und ist mit Sicherheit eine sinnvolle Veranstaltung und eine tolle Idee. Ich hatte zuerst Bedenken, dass ich eventuell niemanden zum Reden finde, aber das hat sich sofort in Luft aufgelöst, hatte gleich ein paar Gesprächspartner. Ja, das Spezielle am Business Circle ist, dass man A, natürlich auch Leute wieder trifft, die man lange nicht gesehen hat, weil man natürlich im Berufsleben ist, Familie. Und das, die andere Seite der Sache ist einfach, dass man neue Leute kennenlernt. Ich bin das erste Mal auch so dabei in so einer illustren Runde und ich finde es halt natürlich für mich auch cool, weil halt sportinteressierte, sportaffine Menschen dabei sind und da ist halt einfach auch gleich die Stimmung lockerer und man kann wirklich da gleich so auch einsteigen und es ist nicht alles so steif und also das macht auf jeden Fall total Spaß. Ich glaube auch die Gemütlichkeit, die sofort hier ist und die Enge, ja, die fordert sofort dazu auf, Gespräche zu führen. Ich habe jetzt schon 2-3 Leute in 10 Minuten kennengelernt, die ich noch nicht kannte. Das ist wahnsinnig interessant und ich meine, dafür ist das die richtige Plattform. Es ist jedes Mal eigentlich ein guter Austausch. Wenn man mal am ersten Abend nicht alles besprechen konnte, hat man jetzt einen guten Anreiz, wieder ein zweites Mal das Thema aufzufassen und zu vertiefen. Es sind immer wieder neue Gesichter dabei, die sich diesem Business Circle mit anschließen, die den Business Circle auch als Netzwerktreffen genauso wie wir alle verstehen. Ist wirklich schön. Es ist total spannend, schön, interessant. Ich fand den Vortrag sehr spannend und auch die Menschen, die da sind, finde ich sehr interessant. Ich habe schon einige nette Gesprächspartner schon kennenlernen dürfen und ja, freue mich schon aufs nächste Mal am Flughafen. Es ist einerseits sicher interessant, die Leute vom FC Bayern Basketball selbst kennenzulernen, also vom Team. Auf der anderen Seite ermöglicht es natürlich uns auch als Tourismusverband wichtige Connections zu schaffen. Ja, ich habe mir sagen lassen, vom ersten bis zum heutigen Termin, der ja der dritte ist, hat sich hier eine unglaublich tolle gesellschaftliche, sportpolitische Veranstaltung entwickelt und ich finde es toll, dass die Basketballabteilung es geschafft hat, viele Unternehmer, viele basketballinteressierte Geschäftsleute hier zusammenzubringen.